Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher, es sind leider nicht so viele Kinder hier. Wäre heute etwas Schönes, wenn wir die Ränge voll hätten mit Kindern zum Anlass der Kinderrechtskonvention heute. Ich finde es schon ein besonderer Tag heute, dass wir über die Kinderrechtskonvention sprechen, die Rechte von Kindern in unserem Land und weltweit. Am Jahrestag, am 20. November, war ich im Wahlkreis bei uns in Heidelberg in einer Grundschule mit allen dritten und vierten Klassen, um über die Kinderrechtskonvention zu sprechen. Ich redete ein bisschen mit den Kindern und dann meldete sich eine zu Wort und sagte, was bedeutet ein Recht? Ich fand die Frage ziemlich schwierig zu beantworten. Was bedeutet ein Recht? Was ist dein Recht? Und dann habe ich es mit Beispielen versucht. Ich habe gesagt, das ist zum Beispiel dein Recht, nicht geschlagen zu werden. Und dann meldete sich ein Junge und sagte, aber mein Papa haut mich. Und dann dachte ich, war doch das falsche Beispiel, das ich hier vielleicht angeführt habe. Oder zumindest, was habe ich damit provoziert? Und dann sagte ich, das ist das Recht, dass du genau gleich behandelt wirst wie alle anderen. Dann meldete sich ein Mädchen und sagte, aber darf ich deswegen trotzdem über jemand anderen lachen? Fand ich auch keine einfache Frage. Habe ich gesagt, naja, nicht, weil sie aus einem anderen Land kommt oder anders ausschaut. Dann meinte sie, naja, aber wenn sie die Sprache nicht kann und deswegen lauter Blödsinn sagt, habe ich gesagt, nein, auch deswegen nicht. Und dann sah ich, dass ein Mädchen hinten in der Ecke offensichtlich nicht so gut Deutsch sprach und etwas zusammenzuckte. Und dann dachte ich nur, jetzt frage ich mal die Kinder was und habe sie gefragt, wisst ihr denn, wo ihr euch beschweren würdet, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt? Und dann war es relativ ruhig in der Klasse und dann meldete sich einer und sagte, na, bei der Lehrerin. Und da fand ich dann ganz beruhigend, dass sie offensichtlich in dieser Schule das Vertrauen hatten, sich bei der Lehrerin vielleicht zu beschweren. Ich fragte danach, bei uns gibt es eine Kinderschutzbeauftragten in jedem Viertel. Den Namen der Person hatte keines der Kinder je gehört. Dann dachte ich auch, eigentlich ist es ja deren Aufgabe. Was machen wir? Was können wir tun, dass Kinder wissen, wo sie sich beschweren müssen, wenn ihre Rechte nicht eingehalten werden? Frau Rüttrich, ich finde, Sie haben ja ganz zu Recht beschrieben, wo noch die Missstände in Deutschland sind, indem Sie in die Zukunft gesagt haben, dass sie dort nicht mehr stattfinden sollen. Kinderarmut, nicht die gleichen Chancen für alle Kinder, Schutz vor Gewalt, vor sexuellem Missbrauch, vor Ausgrenzung und eben auch gleiche Rechte, zum Beispiel für Flüchtlinge. Aber trotzdem erlauben Sie mir auch hier darauf hinzuweisen, dass wenn wir dort in 25 Jahren sein wollen, Sie jetzt Schritte tun müssen, um dorthin zu kommen, weil sonst sind wir dort in 25 Jahren nicht. Sonst kommen wir dort nicht an. Und Artikel 2 der Kinderrechtskonvention, der ist ja sehr deutlich. Der sagt, die Vertragsstaaten achten die Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehendem Kind, ohne jede Diskriminierung, unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. Das ist doch enorm breit. Da steht nichts von jedem deutschen Kind drin. Da steht von jedem Kind in seiner Hoheitsgewalt. Und wenn wir diesem Anspruch, diesem Artikel 2 wirklich gerecht werden wollen, dann müssen wir dringend etwas tun mit Blick auf die Kinderarmut in unserem Land. Da steht nämlich egal des Vermögens der Eltern drin. Und das ist in Deutschland keine Realität. Und es ist eben auch keine Realität, ob man Flüchtlingskind ist oder nicht, dass man dann die gleichen Chancen und die gleichen Rechte hat. Von daher mein Appell, machen Sie Änderungen in diesem Bereich. Wir verändern ja gerade ständig Asylgesetze. Vielleicht können wir sie ja auch mal in dem Sinne wirklich positiv verändern. Das würde mich zum Beispiel sehr freuen. Und ich glaube, viele Kinder in diesem Land. Ich möchte Ihnen noch den Artikel 3 vorlesen, über den wir auch gerade noch mal diskutiert haben mit Blick auf das Grundgesetz. Artikel 3 sagt, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen sind, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Herr Weinberg, Sie haben gerade gesagt, Kinder oder Familie.
Natürlich ist Familie immer ein Gesichtspunkt. Hier steht auch drin, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt. Es steht überhaupt nicht drin, dass es andere gibt, sondern es ist ein Gesichtspunkt, aber wichtig, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Und das ist in Deutschland nicht überall der Fall, dass das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt wird. Nehmen Sie Verkehrsplanungen, nehmen Sie unser Baurecht, auch im Asylrecht ist es nicht der Fall. Nehmen Sie aber zum Beispiel auch bei Fragen von den Obhutnahmen, ist es eben nicht immer das Kindeswohl, was am Ende entscheidet. Herr Weinberg, Sie haben gerade gesagt, das ist nur eine Symbolik. Ich würde da widersprechen und sagen, es geht um mehr als nur eine Symbolik. Aber selbst wenn es nur ein Symbol wäre, warum sind Sie gegen dieses Symbol? Warum wollen Sie dieses Symbol als Bundestag, als CDU nicht sehen, dass die Kinder gleiche Rechte haben und ihre Rechte im Grundgesetz verankert sind? Warum wollen Sie denn dieses Symbol nicht, wenn es denn nur ein Symbol wäre? Und ich bin ja davon überzeugt, dass es mehr ist, dass sogar das was verändern würde bei der Auslegung unserer Gesetze und bei der hoffentlich Änderung von Gesetzen. Von daher, das mit der Symbolik finde ich kein akzeptables Argument. Dann müssen Sie inhaltlich begründen, warum Sie das nicht wollen. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss. Ich wollte am Ende nur sagen, erlauben Sie uns, dass wir dort in 25 Jahren sind und lassen Sie uns als Deutschland Vorreiter sein bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Ulrike Bahr.